Hallihallo, Grinders Gaming hier, nächste Folge mit Evil Dynasty. Wir bauen heute unser Materiallager 2 fertig, beziehungsweise das Upgrade vom Materiallager 2. Dazu brauchen wir noch, lasst mich grob überschlagen, irgendwas mit, glaube ich, 30 plus minus Holzstämme in etwa. Allzu lang dürfte es nicht mehr gehen, schätze ich mal. Wir liegen gut in der Zeit. Ich habe mir nämlich gar kein Zeitlimit gesetzt. Dann liegt man immer gut in der Zeit. Müsst ihr euch merken. Trick 17. Funktioniert in vielen Lebenslagen nur auf der Arbeit nicht unbedingt. Also, Tipp von mir. Ihr solltet euch jetzt nicht so ein Zeitfenster setzen. So, wenn Arbeitsbeginn 7 Uhr morgens ist, solltet ihr nicht sagen, so, ja, plus minus 8 ist ein gutes Zeitfenster, um da aufzutauchen. Ist, kommt eventuell nicht so gut an. Ne? Es sei denn, ihr habt Gleitzeit. Oder nicht Vertrauenszeit. Vertrauenszeit nennt man, glaube ich, beim Stundenschreiben oder so. Ich weiß nicht. Gibt noch ein anderes Wort dafür. Da kommt es vielleicht nicht gut an, sich solche Zeiten zu setzen. So Zeitlimits oder Deadlines. Da sollte man eventuell pünktlich sein. Also eventuell. Ist nur so ein Tipp von mir. Obwohl ich sagen muss, ich bin da schon ziemlich klischee-deutsch. Also ohne Witz, ich bin jeden Tag eine halbe Stunde früher auf Arbeit. Nur, damit ich da mit meinen Lieblingsarbeitskollegen noch einen Kaffee saufen kann. Nur deswegen. Ja, ist so, hallo. Man muss auch ein bisschen connecten auf der Arbeit. Das heißt ja immer Arbeitskollegen und dann gibt es ja so Sprüche von wegen, Arbeitskollegen sind ja keine echten Freunde. Aber wenn man mal überlegt, wie viel Zeit seines Lebens man mit Arbeitskollegen verbringt, sollte man eventuell mit denen doch ein bisschen connecten, damit man sich vielleicht ein bisschen mit denen versteht, weil die hat man unter Umständen jeden Tag der Woche an der Backe und die will man ja nicht nur an der Backe hängen haben, mit denen will man ja eventuell auch auskommen. Also warum dann auch nicht mal einen Kaffee trinken? Ja, das ist so meine Devise, damit man da ein bisschen besser durch den Arbeitsalltag kommt. Ne? Wie findet ihr das? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Muss ich auch mal dran denken, euch da ein bisschen mehr zu involvieren, weil meistens mache ich gar nicht so Umfragenzeug, sondern laber nur vor mich hin. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das macht. Oder geht ihr euren Arbeitskollegen am liebsten aus dem Weg? Oder habt ihr Homeoffice? Oder seid ihr eventuell selbstständig? Geht gar nicht aus dem Haus? Oder geht halt nicht zum Arbeiten aus dem Haus? Oder so, keine Ahnung, kann ja sein, weiß man nicht. Alles möglich. Heutzutage gibt es so viele Jobs, die man machen kann, ohne dass man sich mit anderen Menschen auseinandersetzen muss. Ja. Und dann gibt es Leute, die gehen in die Pflege und haben den ganzen Tag mit Menschen zu tun. So wie ich. Ja. Also nicht nur mit Arbeitskollegen, sondern einfach den ganzen Tag mit Menschen. Ob ich jetzt will oder nicht. Wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich sage, boah, also heute ist die Menschheit wieder so kurz davor, dass man sich wünschen würde, die Welt geht unter, ja, dann muss man halt trotzdem mit den Menschen auskommen. Ne? Geht nicht anders. Ich kann ja nicht dann hingehen und sagen, du, also sorry, Herr Müller, heute nicht. Heute will ich die Welt brennen sehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Schwierig. Da würde ich mir dann teilweise schon mal so einen Tag Homeoffice wünschen. Aber da wäre Homeoffice in der Pflege wahrscheinlich komisch, weil dann müsste ich die Person mit nach Hause nehmen. hätte ich die Person zu Hause hocken. Ja, wäre wahrscheinlich auch ab und zu mal spannend. Dann hätte ich vielleicht einen Einkaufshelfer. Hätte jemanden, der mit mir vielleicht kocht. Oder mir vielleicht was kocht. Eventuell könnte ich die Person auch dazu überreden, mir die Bude zu putzen. Wer weiß, vielleicht. Naja, Wunschdenken, ne? Wunschdenken. Bis jetzt muss ich alles alleine machen. Ich kann mir leider auch keine Reinigungskraft leisten. Aber so schlimm ist es auch nicht, weil ich habe nicht allzu viel zu reinigen, beziehungsweise hier zu putzen. So, jetzt muss ich mal überlegen. Hier noch rein, jetzt fehlen 7 Stück, dann haben wir, glaube ich, alles. Ne? Sieht so aus. Schön! Das haben wir ja gleich. 2 Bäumchen noch. Nee, ich habe nicht viel zu putzen. Ich habe, lass mich mal überlegen, 3 Räume.
Eins, zwei, drei. Ich habe drei Räume plus Bad und Küche. Und im Großen und Ganzen benutze ich aber eigentlich nicht alle Räume. Also ich habe zum Beispiel ein Esszimmer. Und dieses Esszimmer benutze ich nur, wenn Leute da sind. Weil sonst hocke ich im Wohnzimmer, wo auch so meine Gaming-Ecke und mein Fernseher steht. Weil aus Gründen, irgendwie Wohnzimmer ist halt Wohnzimmer, ne? Das heißt nicht umsonst so. Ja, und dann wird halt hier auch diniert. Und hier geht so das meiste Leben ab. Und der Rest der Räume ist eher so, dass sich da vielleicht Staub ansetzt. Deswegen muss ich da eher Staub wischen, als sonst was zu machen. Ich weiß, das klingt jetzt so, als wäre ich voll abgehoben, so von wegen, ja, ich habe so viele Räume, ich kann mir Wohnraum leisten in Deutschland. Nein, ich zahle ein Schweinegeld dafür. Aber die Sache war, ich habe nichts Kleineres bekommen. Und für die Größe war der Preis in Ordnung. Also ich sag's mal so. Ich zahle 100 € weniger wie mein Bruder. Ein paar, okay, was heißt ein paar Kilometer? Ein paar viele Kilometer weiter weg. So in etwa 300. Andere Ecke, anderes, nee, selbes Bundesland, andere Ecke. Ich zahle 100 € weniger wie mein Bruder für doppelt so viele Zimmer. Das muss man sich mal reinziehen. Und das ist der Grund, warum ich das genommen habe. Weil ich diese Preise so nicht kenne. Weil ich bin, habe ich schon in meinem Stardew Valley Let's Play öfter erzählt, an der Schweizer Grenze unten groß geworden. Also so wirklich direkt an der Schweizer Grenze. Ich konnte vom Balkon aus, konnte ich nach Basel reingucken. Nach links war Basel, rechts konnte ich nach Frankreich reingucken. Und da unten ist alles teuer, weil die da unten davon ausgehen, dass sie sich von den Schweizern oder an den Schweizern eine goldene Nase verdienen. Da ist alles auf die Schweizer Kaufkundschaft ausgelegt und darauf, dass die Schweizer eventuell bei uns Wohnungen anmieten, weil es billiger ist wie in der Schweiz. Und dann kann es mal sein, dass man da unten dann in einer relativ größeren Stadt, zum Beispiel direkt an der Grenze in Weil am Rhein oder Lörrach. Lörrach ist extrem schlimm. In Lörrach zahlst du momentan. Ich habe mal Just for Fun mit meinem Bruder geguckt, weil der gerne umziehen möchte. Hat er sich dann aber ganz schnell anders überlegt. Da zahlt man momentan fast 1000 € warm für ein Zimmer. Das ist brutal. Ich weiß, in München ist es anscheinend noch brutaler. Aber das ist echt heftig. Da muss man sich mal überlegen. Das ist der Grund, warum ich hier zugeschlagen habe. Ich dachte so, ja komm, irgendwann brauchst du die Räume vielleicht doch. Du zahlst 100 weniger für doppelt so viele Räume wie dein Bruder etc. pp. Dann dachte ich, ich nehme das Ding. Ich ziehe hier ein. Ja, vielleicht mache ich aus einem Zimmer auch mal noch einen kompletten Gaming Room, wer weiß. Aber dort liegt noch in der Zukunft. Ich habe ja noch ein paar Jährchen. Ich bin zwar schon ein bisschen älter. So langsam setzen die grauen Haare auch ein, aber halt langsam. Nur langsam. Also ich habe noch Zeit. Ich kann hier noch werkeln und fuhrwerken, wie ich will. Hallo? So, hallo Edwin, ich will dir nochmal ein paar Wurfsteinchen verkaufen. So, nochmal 30 Moneten gemacht mit Wurfsteinen, sehr schön. Die Pfeile behalte ich nochmal. Gut, wir haben unser Nahrungsmittellager geupgradet. Ging jetzt schneller wie erwartet. Ich hätte echt gedacht, wir bräuchten eine komplette Folge. Ja. Ja, das haben wir. Was anderes können wir nicht wirklich upgraden. Lasst mich mal überlegen, ob wir jetzt nochmal hier zu Elvin gehen. Obwohl ich halt echt so langsam eine richtige Abneigung gegen diese Aufgabe habe, aber ich würde sie schon gern irgendwie schaffen. Ich muss auch nochmal schauen. Irgendjemand hat gesagt oder geschrieben. Ich bin aber gerade zu doof, die richtige Taste zu finden. Tut mir sehr leid. Ups. Nicht, keine Nachricht schreiben. Mach weg. Tu das weg. Okay. Profi. Wieso kriege ich das nicht hin? Ah, jetzt. Cool. Ja, aber sehe ich da jetzt wirklich mehr? Oh, ja, okay, vielleicht doch. Vielleicht habt ihr recht.
So, hallo. Hatte ich mir anders vorgestellt, ich will es nochmal probieren. Hier sind 100 Münzen. So, Freund. Jetzt mache ich dich nass. Ich weiß nicht mehr genau den Abstand, aber ich probiere es jetzt einfach mal so. Drüber zielen müssen wir wahrscheinlich trotzdem. Entfernung 24 Meter. Das ist nicht gut. Das ziehen wir nochmal neu auf. Rasimir, hole ein bisschen Luft. Hör mal, das wackelt ja noch schlimmer, wie wenn ich in die Dingsperspektive gehe hier. Das ist ja übel. Das ist ja echt übel. Wieso wackelt das wie ein Kuhschwanz? Was war das? Genauigkeit 77. Ich muss ein bisschen höher zielen noch, ne? Komm, wackel mal nach rechts rüber, Freund. Oh Gott. Nee. Nee, also nee. Da bin ich so besser dran. Die waren alle drüber. Wait a minute. Ich werde mein ganzes Geld noch verzocken bei diesem Dude. Wait a minute. Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass das Fadenkreuz in diesem Modus genau aufs Ziel drauf muss? Genauigkeit 80. So, wackel noch links. Nee, nie und nimmer. Oh, Rasimir, ey. Junge, Junge. Ich gehe mal näher ran. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie weit ich überhaupt weg sein muss von dieser Scheibe. Ich habe irgendwie 30 im Kopf, aber ich weiß nicht mehr warum. Der hat gezählt, aber der hat nur 18 Punkte. Ja, wenn ich zu nah dran stehe, kriege ich zu wenig Punkte, ne? Das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Ich muss 64 Punkte erreichen. Jo, ich weiß, Chef, hier sind nochmal 100 Münzen. Das heißt, ich muss mehr wie 21,3 hinkriegen. Punkte pro Schuss. Ne? Ja. Nee, 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 das ist mir zu kriminell. Rasimir, Rasimir, Rasimir. Fünfundzwanzig. Erstmal komplett ausrasten. Achtundvierzig. Ich glaube, ich habe den Trick raus. Gott sei Dank, ey. Gut. Schön. Wenn der erste trifft und man sich nicht mehr bewegen muss, dann wird's easy. So, Chef. Abgezockt. Jawohl. Wer ist der größte, beste Meisterschütze im ganzen Tal? Ja, ich definitiv nicht. Bild dir nicht zu viel drauf ein, du hast ja auch viel mehr Erfahrung als ich. Sicher, sicher, und jetzt meine Belohnung. Du wirst schon sehen, ich werde noch mehr üben und am Ende werde ich dir das Grinsen aus dem Gesicht wischen. Ist mir recht? Ob dir das wirklich gelingt, das werden wir dann bei der nächsten Gelegenheit sehen. Na, bitte nicht. Tatsache, ich krieg 200 Münzen. Ich glaube, ich habe hier über 1000 verschleudert, ey. Zum Glück gibt es davon keine Videobeweise in Form von YouTube-Videos, ne? Da wäre ich ja, das wäre ja ziemlich peinlich. Hätte ich jetzt mal so behauptet. Ja. Vogel, schon weg. Gut, cool. Jetzt gehen wir mal schnell zurück ins Dörfli. Könnten uns auch gleich wieder ins Bett schmeißen. Der Tag ist eh sowieso so gut wie gelaufen. Obwohl, können wir auch am Ende der Folge machen. Ja, wir schauen jetzt mal, ob wir noch irgendwo vielleicht ein Gebäude demnächst upgraden wollen. Oder können. Oder tun. Stopp, ich muss bauen. Nee, ich muss hier Gebäude.
Häuser. Ich könnte meine ganzen Häuser irgendwann mal upgraden wahrscheinlich, ne? Das müsste ja rein theoretisch gehen. Das müsste ich doch eigentlich auf ein normales Haus, obwohl das ist viel größer, das geht nicht, ne? Nee. Nee, das geht nicht. Okay, Häuser sind schon mal raus. Gewinnungen. Da haben wir eh nichts, was wir upgraden könnten, ne? Nicht wirklich. Bis jetzt. Stopp. Ach, Holzschuppen geht noch ewig, Mine geht noch länger. Landwirtschaft können wir auch erstmal nichts machen. Tierhaltung. Eselstall, Schweinestall. Schöne Sache. Ich habe nicht mal annähernd irgendwas für Tierfutter. Werkstatt 2 haben wir, Schmiede geht nicht. Den Rest haben wir auch schon soweit gebaut. Dienstleistungen gehen auch noch lange nicht. Lager haben wir erst gemacht. Nahrungsmittellager dauert auch noch. Cool. Jetzt wollte ich aber mal noch schnell schauen, wie es denn jetzt hier aussieht mit der. Ja, hat sich verdoppelt. Von 1000 auf 2000 Kilo. Schön. Sehr gut. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz für Zeug. Perfekt. Hier liegen sogar noch meine. Hier lagen ja noch 11 Bretter rum. Autsch. Naja. Ich hätte schwören können, ich habe da mal irgendwann alles aufgehoben. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? Wir kriegen wieder Fleisch rein auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Wir haben so viel Trockenfleisch. Wir müssen die Trockenfleischproduktion noch ein bisschen zurückschrauben, glaube ich. Definitiv. Wir brauchen mehr Fleisch, weil sonst wird irgendwann der Kohl schlecht da drin. Sonst muss ich den Kohl verkaufen gehen. Achso, halt mal. Ich muss in die Jagdhütte. Jagdhütte. Wir haben schon runtergedreht, ne? Aber ordentlich. Habt ihr überhaupt noch Messer? Achso, Messer habe ich ja Produktion eingestellt, stimmt. Ich glaube, wir machen. Lass mich mal überlegen. Machen wir Trockenfleisch auf 5% und Fleisch auf 70%. Gucken Sie uns mal an. Ich meine, das ist immerhin noch ein bisschen was, ne? Ja, so machen wir das. So machen wir das. Schön. Ich meine, Nahrungsbedarf ist gedeckt, Wasser auch. Holz auch. Definitiv. Habe ich noch irgendwelche Quests offen? Warte für auf die nächste Jahreszeit. Oh nö, da will jetzt nicht echt nochmal so ein Duell machen, ey. Habe ich hier in meinem Dorf eigentlich noch irgendwo? Da oben sind noch Leute, die irgendwas von mir wollen. Da könnten wir eigentlich mal gucken, was die wollen. Vielleicht sind es nur wieder so Dinge von wegen, könntest du mir ein Steinmesser bauen? Das wäre vielleicht ganz cool. Hallo Wolfram. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich habe meinen Bogen verloren oder vielleicht hat ihn jemand gestohlen. Ich bin mir nicht sicher. Egal, das ist unwichtig. Ich brauche einen neuen. Kannst du vielleicht einen herstellen? Ich bring dir einen neuen Bogen. So. Grüß dich, mein Freund. Unterhalten. Nee. Was will der für einen Bogen? Vielleicht liegt. Warte, wo ist es? Ein Langbogen? Den kann ich doch noch nicht mal. Ah, ich habe einen in der Hand. Meint er, das fällt ihm auf? Hier ist dein neuer Bogen. Ich danke dir vielmals. Wenn du eine so meisterliche Waffe selbst hergestellt hast, scheinst du sehr geschickt darin zu sein. Ich bin recht gut darin, ja. Ja, Freund. Das behalten wir am besten für uns. So, wer will hier noch was von mir? Chromislav, alles klaro, Kapitän. So. Wo sind wir hier im Häusle? Wahrscheinlich. Hallo. Old Mir. Ach, schläft schon. Okay, dann nicht. Ja, ist gut, ist gut. Wir haben einen unserer Mitbürger in unserem Dorf gerade ein bisschen über den Tisch gezogen, vielleicht, aber nur ein ganz kleines bisschen. Nichts allzu weltbewegendes, hätte ich mal gesagt. Wir haben ihm einfach nur einen fast kaputten Bogen als neuen Bogen verkauft.
Ich erkenne das Problem jetzt nicht. Das war schon eine ziemlich miese Geschichte. Aber es hat funktioniert. Das Spiel lässt es uns machen. Dann werde ich mich da jetzt nicht beschweren. Jetzt habe ich wieder so einen Recurve-Bogen. Hatte ich eigentlich mal einen Recurve-Bogen? Nee, oder? Was hatte ich denn für einen? Einfach nur Bogen. Ich kann sogar einen Langbogen. Holzstamm, Leingarn und Leder. Das geht sogar. Ach, der Recurve-Bogen ist noch besser. Krass. Also ich glaube, wir kaufen mal das Schema für den Langbogen auf jeden Fall. Damit wir uns einen herstellen können, weil der Recurve-Bogen ist ja auch schon wieder ein bisschen damaged. Sonst habe ich, glaube ich, keinen mehr auf Tasche. Nee. So, dann lass mich mal spickeln. Ein Holzstamm, ein Leder und 4 Leinengarn. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wo habe ich meinen Leinengarn hingeschmissen? Ich glaube hier oben im Lager, oder? Ziemlich sicher. L. Leinengarn. Nö. Nee, ist nicht da. Gut, okay. Ich brauche aber ein Leder. Und einen Holzstamm. Achso, nee, stopp. Ich habe meinen Leinengarn. Lass mich gucken. Hier habe ich einen Zinnbarren. Den will ich eigentlich auch nicht hier. Der kommt eher in die Werkstatt. Wenn überhaupt. Ich glaube, ich habe es bei mir ins Haus geschmissen, weil ich nicht will, dass die das für irgendwas benutzen, ne? Ich glaube, ich glaube mich zu erinnern. Da liegt auch noch ein Flachshalm. Da sind wir richtig. 4 Leinengarn waren es. Schön. Da kriegen wir ja auch bald wieder welches. Perfekt. Perfekt. Stellen wir uns doch gerade noch schnell so einen Langbogen her. So, herstellen. Blub, Licht aus. So. Perfekt. Dann haben wir jetzt einen halb kaputten Recurve-Bogen und einen brandneuen Langbogen. Da will ich jetzt gerade mal gucken. Da steht doch, glaube ich, der Schaden dabei, oder? Oder nur bei den Pfeilen? Der Recurve-Bogen macht 30. Der Langbogen macht 40. Okay, gut, ist ein Langbogen, macht Sinn. Das waren früher die stärksten Fernkampfwaffen, ne? Da brauchte man aber auch megamäßig Bums im Arm, um das Ding ziehen zu können. Ich habe mal mit so einem Ding geschossen, so ein richtiger, also so ein Replika, so ein Nachbau in echter Handarbeit von einem Kollegen von meinem Vater. So ein richtiger Mittelalter-Langbogen. Da hat er dann auch noch so elbische Dinger eingebrannt mit so einem Lötstab, damit es so ein bisschen nach Legolas, Herr der Ringe etc. pp. Ausgesehen hat. Nach 3 Pfeilen war Schluss. Es hat sich angefühlt, als würden meine Finger vorne abkrachen, vom Bogensehne nach hinten ziehen. Und der Oberarm tat einfach megamäßig weh. Und ich dachte, der Bogen reißt mir die ganze Schulter aus. Also, ist übel. Ich denke nicht, dass sie mit den Dingern so rumballern konnten, wie es im Film gezeigt wird. Da wäre, glaube ich, der Arm schon lange abgefault. So. Heute habe ich aber genug geklugscheißert. Wir legen uns jetzt ins Bett. So, bis zur nächsten Jahreszeit schlafen. Ja, bitte. Hoffen wir mal auf ein gutes Ereignis oder gar keins, ist mir noch lieber. Perfekt. Fackel machen wir mal aus. Wir haben mit Fackel im Bett gelegen, ist auch nicht verkehrt. Manfred hat eine Aufgabe für uns. Junge, pass auf, es regnet draußen, gell? Was willst du? Hey, Papi. Wie geht's, kleiner Bär? Oh Gott, der heult. Du bist ja verletzt, wer war das? Es ist nur ein blauer Fleck, aber es tut mir leid, Vater, ich habe versagt. Sag mir genau, was passiert ist. Mama gab mir ein paar Münzen und sagte, ich solle zu einem der Händler gehen. Sie sagte, ich soll auf dem Weg bleiben, aber im Wald wäre ich bestimmt sicherer gewesen, weil auf dem Weg, da sind Räuber. Ich wollte wegreden, aber es war zu spät. Einer von ihnen packte mich am Hemd und hob mich einfach hoch. Alle lachten mich aus. Der Große, der mich festhielt, stank nach faulen Äpfeln. Er nahm mir mein Geld weg, nannte mich einen Wurm und dann, was machte er? Er schlug mich ins Gesicht und er sagte, wenn er mich nochmal sieht, dann komme ich nicht mehr nach Hause. Dieser Fair... Es tut mir leid, Vater, ich hätte das Geld verteidigen müssen. Kein Geld der Welt ist es wert, dass du verletzt wirst. Vergiss das niemals. Du hast dich sehr erwachsen verhalten. Ich bin stolz auf dich. Danke, Vater. Wo gehst du jetzt hin?
Ich gehe jemandem eine Lektion erteilen, zurück an die Arbeit. Gut, dass du gesund und munter bist. Nee, ich gehe jemandem eine Lektion erteilen. Die haben mein Kind angefasst hier. Die kriege jetzt richtig eine auf den Deckel. Das war Elvin. Nee, das ist Elvins Quest. Ich dachte gerade, der steht da unten bei Elvin. Der da meinen armen Manfred geboxt hat. Also echt. Tagebuch. Ich bin die Vergeltung. Sprich mit deiner Frau. Okay. Wahrscheinlich ist meine Frau eher die Vergeltung, ey. So, liebe Leute. Jetzt sind wir aber raus für heute. Ich muss heute noch los. Ich muss heute noch auf Arbeit. Ich nehme das Zeug am Morgen auf, weil ich zu früh aus dem Bett gefallen bin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geile Menschen. Ich hoffe, ihr bleibt sogar. Da werdet ihr jeden Tag einen Ticken geil. Ihr wisst Bescheid. Das freut mich megamäßig. Genau wie es mich megamäßig freuen würde, wenn ihr auf dem Kanal vorbeischaut. Vielleicht findet ihr noch andere Videos, die euch interessieren und eventuell ein paar Likes, Kommentare und Abos rausschmettern und vielleicht auf die Glocke drücken. Aber ist alles freiwillig, ich zwinge euch zu nichts. Ich wünsche euch noch eine geile Zeit. Wir hören uns. Ciao, ciao.